Erkunde bitte mal die Umgebung. Er hat sich in unseren Nachbarn verguckt. Er ist aber auch gorgeous, Leute. Also der Tom ist schon gorgeous. Wir können ihn auschecken, Leute. Wir sind befreundet. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Ich meine, der hat eine Frau, Leute. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, Leute. Ich glaub's nicht. Er ist bisexuell. Und er findet uns auch toll. Oh mein Gott. Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D-Sips 4 und unserem Rainbow Life. Yo, wir sind zurück im Hause Fleming, ja. Wir haben beim letzten Mal den lieben süßen Chikumu und die liebe süße Namiko, die beiden Zwillinge, die hier nach Newcrest gezogen sind, begleitet auf ihrem Weg der Genesung. Wir hatten super viel Chaos, Leute. Was war da bitte los? Die waren krank. Sick as a dog, Leute. Die lagen eigentlich fast nur im Bett. Wir konnten aber Gott sei Dank mit der lieben süßen Namiko, die sich jetzt gerade auch bei ihrem Studium befindet, ihr Studium beginnen. Bin da sehr happy drüber. Sie hat sich bei Foxbury nämlich als Studienfach für Kommunikation eingeschrieben. Sie braucht 6 Leistungsfächer, die sie abschließt, und sie ist bei den ersten 3 Fächern. Also das ist eigentlich ganz cool. Wir haben außerdem einen kleinen Nebenjob angefangen, beziehungsweise mit ihr angenommen. Sie ist nämlich Imbisskassiererin. Sie befindet sich derzeit auch bei ihrem Studium. Und der liebe süße Chikumu hat eine Ausbildung angefangen, die er gerade versäumt, weil es jetzt 9 Uhr ist. Können wir bitte drüber sprechen? Gehst du bitte zu seiner Ausbildung? Das wäre irgendwie ganz nice. Wir haben nämlich eine Berufsausbildung angefangen, damit er zukünftig als Schmuckdesigner arbeiten kann. Und Gott sei Dank, Leute, ich bin nämlich in das Spiel gegangen. Oh mein Gott, und da wird es auch nochmal bestätigt. Namiko has recovered from her illness. Das heißt, also sie hat sich komplett erholt von ihrer Krankheit. Und das Gleiche ist auch dem lieben Chikumu passiert. Gott sei Dank, Leute, das war... Also, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll, ne? Namiko ist auch gerade aus der... beziehungsweise von der Uni zurückgekommen. Du kannst mal als erstes bitte das Katzenklo säubern. Das wäre irgendwie ganz wichtig, weil das sieht ein bisschen eklig aus hier. Außerdem wollen wir ja, dass unsere Gäste nicht gleich wieder abhauen, wenn sie hier reinkommen. Und danach, würde ich sagen, kannst du dich ein bisschen mit der süßen kleinen Katzi austauschen. Wir können sie auch um ein Lied bitten. Das wäre nicht irgendwie ganz süß. Wir haben immer noch mit dir den Wunsch, dass du von Außerirdischen entführt wirst. Ich weiß nicht, was aus diesem Wunsch wird, Leute. Ich habe es jetzt so oft probiert, aber aus irgendeinem Grund klappt es irgendwie nicht mit der Entführung. Vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare und euer Feedback. Ich bin einfach aufgeschmissen, Ono. Ich habe das auch schon wieder direkt gemerkt, ne? Ihr hattet schon wieder so coole Ideen, die wir hier ins Let's Play bringen können. Unter anderem habt ihr mir geschrieben, dass wir Naomi und Chikumu doch bitte mal umstylen sollen. Die soll aber bitte shoppen gehen. Und das ist eine richtig gute Idee. Ich habe dann mal hier auf unsere Haushaltskasse geschaut. Und da sehe ich, dass wir 2466 Simoleons haben. Und das reicht auf jeden Fall, um jedem ein eigenes Outfit zu geben. In meinem Spielstand gebe ich denen die Umstylings nicht mehr im Creator sind. Das habe ich sonst immer so gemacht. Laut meinen Gameplay-Regeln, die ich selber aufgestellt habe für mich natürlich, gehen wir nämlich nicht über den Creator-Sim, den Sim umgestalten oder umstylen, sondern wir müssen Klamotten kaufen und müssen halt zum Friseur oder zur Kosmetik, wenn wir irgendwas ändern wollen. Und ich würde tatsächlich sagen, dass wir den beiden so ein kleines Umstyling geben, also erstmal neue Klamotten kaufen. Vielleicht gehen wir auch zum Friseur, das weiß ich noch nicht, ob da das Geld reicht. Muss das Girl eigentlich irgendwie zur Arbeit? In 6 Stunden müssen wir zur Arbeit. In 4 Stunden die nächste Vorlesung. Können wir schon nochmal Hausaufgaben machen? Perfekto, wir können auch nochmal Hausaufgaben machen. Dann lass uns das direkt tun. Wir fühlen uns ja jetzt wieder besser. Und dann können wir die Präsentation nochmal überarbeiten und gliedern. Und dann müssten wir dann auch wahrscheinlich zur Arbeit. Aber dann haben wir die Zeit optimal ausgenutzt. Wie gesagt, wir gehen heute auf jeden Fall mit den beiden shoppen. Ihr habt mir außerdem in die Kommentare, also neben dem Umstyling, habt ihr mir auch geschrieben, dass die beiden süßen Mäuse doch mal ihre Familie am Wochenende besuchen sollen. Das ist so eine gute Idee. Das heißt, wir werden gegebenenfalls am Samstag neben diesem ganzen Shopping-Gedöns vielleicht auch noch unsere Familie besuchen gehen. Vielleicht zum Kaffee vorbeigehen, zumal uns die Eltern ja beim letzten Mal sowieso die ganze Zeit schon angerufen haben und ich schon ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich irgendwie nichts mit denen gemacht habe. So, jetzt glieder mal bitte deine Presentation hier. Wie lange hat denn der liebe Chikumu seine Berufsschule? Um 15 Uhr endet die? Ach, das ist ja gar nicht mal so lange. Ich weiß, dass er noch ein paar Sachen hier irgendwie leveln muss. Kann er dann gegebenenfalls nochmal einen Edelstein schleifen? Das wäre nicht irgendwie ganz nice. Weil der Boy wünscht sich doch, dass wir einen Kristallsamen pflanzen. Dafür können wir den Kristallsamen ja hier auch craften. Lass uns mal gucken, dass sobald wir nach Hause kommen, wir
einen kristallförmigen Edelstein craften und du müsstest bis dahin auch deine Aufgaben hier erfüllt haben. Der Unterricht von Namiko beginnt in etwa einer Stunde. Das ist in Ordnung. Bis dahin sollten wir auf jeden Fall die Präsentation hier gegliedert haben. Die Abschlusspräsentation von Namiko sieht hervorragend aus. Sie kann zwar weiter an ihr feilen, wird dadurch aber nur ihr Verständnis des Lehrstoffs vertiefen, ohne die Präsentation selbst zu verbessern. Wunderbar. Dann würde ich sagen, können wir doch bestimmt die auch nochmal in unserem Inventar platzieren und dann zu einem späteren Zeitpunkt das dann auch präsentieren. Darum ist es ja eine Abschlusspräsentation. Was laufen hier für komische Gestalten rum? Dann geh schon mal raus, süße Maus, weil du musst gleich zur Vorlesung. Ich bin so gespannt auf dich. Bin so gespannt, wie erfolgreich du in deinem Studium sein wirst. Und dein liebe süße Chikomo müsste jetzt auch bald kommen. Ja, wir haben 30 Simoleons an unserer Ausbildung verdient. Das ist ja wunderbar. Dann hau rein, süßer Boy. Das sollte dir auf jeden Fall Spaß machen. Oh mein Gott, ich finde es so toll, dass er das jetzt endlich machen kann. Und dann können wir den einpflanzen und dann müssten wir in der nächsten Stufe sein. Wie sieht denn das da aus? Einen umwerfenden Kristallbaum züchten. Oh, das wird schwer. Fertige 5 ausgezeichnete Schmuckstücke an. Beende das Fertigen von Edelstein oder Schmuck 10-mal, wenn konzentriert. Das Bestreben wird noch eine kleine Herausforderung, Leute. Aber wir schaffen das alles. Und bei der lieben süßen Namiko ist das Bestreben natürlich auch schon wieder völlig außer Rand und Band. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich damit irgendwie umgehen soll. Ich finde das wirklich mega, mega schwer. Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach noch nie diese Kräuterkundefähigkeit gelevelt habe. Namiko muss circa in einer Stunde bei der Arbeit sein. Wartet mal. Ist sie bis dahin aus der Vorlesung zurück? In einer Vorlesung bis 16:25. Und wann beginnt der Job? Um 17 Uhr, alles klar. Oh mein Gott, ich hab gerade gedacht, wir hätten nicht geschaut, dass wir beides unter einen Hut bekommen. Falscher Alarm, Leute, falscher Alarm. Namiko hat ihre Hausarbeit zuversichtlich eingereicht und im Kurs so viel Wissen wie möglich aufgesaugt. Ihre Bemühungen werden sich bei der Endnote für den Kurs ganz sicher auszahlen. I like that. Oh, Steve ruft uns an. Hey Namiko, ich bin Steven, möchtest du zu meiner Geburtstagsparty kommen? Oh mein Gott, Leute. Ja, Steven hat Geburtstag. By the way, das ist unser Vater. Oh mein Gott, und ich hab das gar nicht geplant. Das Girl muss zur Arbeit und so. Oh no, ich muss nochmal absagen. Aber wir kommen morgen zum Café vorbei, Boy. Ich schwöre, wir kommen morgen zum Café und dann kümmern wir uns, okay? Wir kommen vorbei, I swear. Oh Gott, es ist einfach sehr frustrierend. Es ist sehr frustrierend. Hey, ich habe ein besonderes Geschenk für dich, weil du so ein toller Nachbar bist. Wie süß ist es bitte? Komm hier, sag Hallo, hereinbitten. Ich will das Geschenk haben, was ist da los? Ach, sie geht zum Job. Wow, kannst du bitte das ignorieren und... okay. Was war das gerade? Nicht zur Arbeit gehen. Nein, du gehst zur Arbeit. Ist die Katze gerade älter geworden und wir haben es einfach verpasst? Warte mal, wo kam denn hier die Meldung? Warte, hier kam doch gar keine Meldung, dass die Katze älter wird. Sag mal, gibt's nicht normalerweise eine Meldung, dass die Katze älter wird? Haben wir das jetzt komplett ignoriert? Schaut mal, die liebe Chips, wie süß sie ist. Wartet mal. Und jetzt kommt... Warte mal, Girl, du musst doch zur Arbeit. Girl, geh zur Arbeit. Jetzt ist sie doch von der Arbeit wieder gekommen, um Hallo zu sagen. Jetzt bin ich völlig im Eimer. Du müsstest es auch bald fertig sein, lieber süßer Chikomu. Sobald du da ready bist... Hoffentlich ist es bald soweit. Kannst du den... Boy auf jeden Fall mal reinschicken oder hereinbitten. Freundlich können wir uns da mal vorstellen, damit wir die Nachbarn auch mal ein bisschen kennenlernen. Los, Bewegung, beeil dich, bevor er geht. Ich habe so Bock, das Geschenk zu bekommen, beeil dich. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Okay, wow. Dann haben wir das jetzt hier. Perfekt, dann tue ich das jetzt hier erstmal in mein Inventar. Hallo, ja, gib uns jetzt das Geschenk. So, dann können wir hier nämlich uns noch ein bisschen um den Garten kümmern, würde ich sagen. Beziehungsweise erstmal diesen Baum hier anpflanzen. Pflanzen, perfekt. Was machen wir direkt danach? Was haben wir hier? Wir haben berühmt werden noch als Wunsch. Kraft eines geladenen Kristalls spüren, das können wir auch noch machen. Ins Fitnessstudio gehen. Oh, ich glaube, dass wir am Samstag ganz viel reisen werden. Ich habe das irgendwie jetzt im Gefühl. Also wir wollen ins Fitnessstudio, wir wollen shoppen gehen und wir wollen vielleicht uns umstylen gehen beim Friseur. Das ist schon wieder alles ein bisschen tricky. So, wir haben ein Gefühl für unseren Nachbarn Tom. Ich hoffe, nichts Unanständiges. Als sehr attraktiv empfunden. Holy moly. Was ist da los? Okay. Chikomu, jetzt passieren irgendwie ganz viele Dinge. Chikomu blüht genauso auf wie seine geliebten Pflanzen. Er hat einen grünen Daumen. Er mag Gartenarbeit. Ja, das können wir machen. Wartet mal. Pause. Wartet mal. Also, wir haben jetzt den Teil des Bestrebens erfüllt. Perfekto. Und können wir bitte den Boy reinbitten? Oder geht das irgendwie gerade nicht? Herbeirufen. Wir rufen ihn mal herbei. Ist der Baum gerade irgendwie gewachsen? What? Wir bewässern den mal. Warum ist denn der Baum so schnell gewachsen? Ich muss das hier mal ein bisschen verschieben. Das glippt sonst hier rein. Jetzt kommt ja der nächste Anrufer schon. Sie möchte campen gehen mit uns, unsere Mutter. Ich glaub's ja wohl nicht. Es tut mir leid.
Mom, ich kann irgendwie nicht. Ich bin, also, warum wollen die Leute alle was von mir? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das überfordert mich massiv. Dann lass uns mal gucken, dass wir mit dem Boy so ein bisschen über unsere Interessen reden. Lass uns ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Er mag Fitness, das mögen wir, glaube ich, auch. Klavier, er mag keine Flirts. Wow, Leute. Wow, was soll ich sagen? Er mag keine Flirts. Ich glaube, dass wir uns richtig, richtig, richtig gut mit ihm verstehen. Das ist ja mal richtig nice. Wir können uns auf jeden Fall auch nochmal über Gartenarbeit unterhalten. Aber was mich auch interessieren würde, wäre natürlich, ob wir, ich meine, so ein bisschen, ne, Interesse an ihm haben. Weil wir wissen, dass er eine Frau hat, ne? Ganz so sauber wäre das nicht, aber naja, wo die Liebe hinfällt, Leute. Genieße dein Essen, süßer Boy. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch machen können mit dir. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, heute Abend auch nochmal an deinen Fähigkeiten zu arbeiten. Unter anderem Fitness und Geschicklichkeit. Und zwar die, warte mal, Geschicklichkeit. Wie sieht das denn aus? Hier, Handiness. Das können wir dann machen. Sobald du gegessen hast, kannst du mal an deiner Geschicklichkeit arbeiten. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die Geschicklichkeit nochmal leveln. Und dass wir dann auch nochmal an unserer Fitnessfähigkeit... Na, ich meine, wenn wir ins Fitnessstudio wollen, Leute, dann ist das doch richtig cool. Oh mein Gott, wir haben auch schon wieder eine Gehaltserhöhung bekommen. Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn wir eh die Fitnessfähigkeit leveln müssen, dann können wir dann auch am nächsten Tag, wenn wir ins Fitnessstudio gehen, das eben mit leveln. Und wir haben schon wieder eine Gehaltserhöhung bekommen. Namiko hat aufgrund herausragender Arbeitsleistung als Imbisskassiererin eine Gehaltserhöhung bekommen. GG, liebe süße Maus. GG. Du kannst, glaube ich, nochmal Hausaufgaben. Korrekt, die kannst du mal direkt machen. Und kannst du, wenn du hier ready bist mit deinen Hausaufgaben, kannst du dann nochmal versuchen, in die Sterne zu schauen. Ich gebe es nicht auf, dass wir an dieser Alien-Entführung arbeiten. Es ist einfach so. Perfekto. Dann haben wir Level 3 der Geschicklichkeit auch bekommen. Ein Traum. Na, das ist doch die halbe Miete, Leute. Dann brauchen wir nur noch die Fitnessfähigkeit zu leveln. Das bedeutet, oh mein Gott, wir haben am Wochenende frei mit den Boys und Girls. Mit den Boys und Girls vor allen Dingen. Es ist nur ein Boy und nur ein Girl. Wir haben am Wochenende frei. Das heißt, wir können morgen an der Fitnessfähigkeit arbeiten, wenn wir im Fitnessstudio sind. Und mit der süßen Maus haben wir auch frei. Das ist ja mal absolut gorgeous. Und wir haben natürlich auch keine Vorlesung. Wir haben außerdem alle Hausaufgaben gemacht. Das heißt, wir haben den Sonntag dann auch noch, um an der Abschlussarbeit zu arbeiten mit der süßen Namiko. Es ist so ein Traum, Leute. Es ist so ein Traum, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Hast du noch irgendwas, was du machen willst? Ein Geschenk erhalten. Jetzt gibt uns unser Nachbar endlich das Geschenk, nachdem er hier stundenlang verbringt seine Zeit. Ich hoffe, es ist was Teures. Ich hoffe, es ist was Teures. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin jetzt ungefähr fertig mit dem, was ich hier machen wollte. Macht es dir was aus, wenn ich noch etwas hier bleibe. Wie war dein Tag? Was haben wir bekommen? Was haben wir bekommen? Was haben wir bekommen? Wir haben eine Statue bekommen. Ich meine, ich ist jetzt nicht gerade vielleicht das erste Geschenk, was ich mir ausgesucht hätte. Aber hey Leute, zumindest ist der Boy super nett zu uns. Einladen, über Nacht zu bleiben. Wartet mal. Komm nochmal zurück, bitte. Komm nochmal zurück. Okay, Boy. Und jetzt bitte sag mir nicht, dass du ihn richtig, richtig heiß findest. Da würde ich, da breche ich jetzt ab, wenn das passiert. Erkunde bitte mal die Umgebung. Oh mein Gott, Leute. Oho. Er hat sich in unseren Nachbarn verguckt. Er hat sich in unseren Nachbarn verguckt. Nachdem Chikomo den Raum nach attraktiven Gesichtern durchsucht hatte, bemerkte er eines, das sein Interesse weckte. Suche das pulsierende Herz, um die Verlockung zu entdecken. Er hat sich in unseren Nachbarn verliebt. Er ist aber auch gorgeous, Leute. Also der Tom ist schon gorgeous. Wir können ihn auschecken, Leute. Wie sieht denn unsere Freundschaftsleiste bei ihm aus? Sind wir denn schon befreundet mit ihm? Wir sind befreundet. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Ich meine, der hat eine Frau, Leute. Ich weiß nicht. Lass uns mal nach dem romantischen Interesse fragen als erstes. Wir finden das erstmal raus. Und nach dem Techtelmechtel-Interesse. Vielleicht ist er ja gar nicht schwul. Dann, oder bi zumindest. Dann... Also hätte sich's ja eigentlich erledigt, oder? Ich weiß nicht, ob man das macht, wenn man weiß, dass derjenige eine Beziehung hat. Und ich glaube, die haben sogar ein Kind, ne? Oh mein Gott, Leute! Ich glaub's nicht. Er ist bisexuell. Oh mein Gott, hier steht sogar biromantisch, bisexuell, als sehr attraktiv. Und er findet uns auch toll. Oh mein Gott, Leute. Aber ist das nicht so spicy? Würde das Chikumu machen? Würde Chikumu mit diesem Boy flirten oder ihn auschecken? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir wissen ja, dass er so ein bisschen zurückhaltender ist. Das war ja schon während der kompletten Kindheit. Und er hat ja auch schon... Also er hat jetzt keine Schwierigkeiten gehabt, Leute kennenzulernen, aber... Oh. Ich weiß nicht, ob er das machen würde, Leute. Also, es kribbelt mir natürlich in den Fingern, das zu machen. Aber ich finde es ein bisschen spicy. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob wir den Boy auschecken sollen. Und ob wir irgendwie einen Annäherungsversuch machen sollten. Ich würde in der Zwischenzeit nämlich mit ihm erstmal, in Anführungsstrichen, nur die Freundschaft ausbauen. Aber das ist mir ein bisschen zu heiß, Leute. Also, das ist ja, das bedeutet ja einiges. Ich meine, der Boy hat eine Familie. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten und ob vor allem Chikumu das macht. Oh mein Gott, er ist kreativ, er ist romantisch und er ist aktiv. Der
der liebe Tom. Er passt einfach so gut zu uns, ne? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, Leute. Ich brauche eure Entscheidung darüber. Werden wir jetzt bitte mal entführt hier? Chikumu, kannst du bitte nochmal Schmuck entwerfen? Wir brauchen so ein bisschen Money. Und zwar Ohrringe aus dem Material. Warte mal, aus dem Literalit. Genau, das haben wir ja gesammelt. Da müssen wir nämlich nichts bezahlen. Und wir können nochmal vielleicht so ein Turmalin dazu packen. Das kostet uns jetzt zwar 200 Simoleons, aber dann können wir das auch nochmal auf Plopsi anbieten. Hatten wir nicht noch Sachen auf Plopsi? Ja, hier hatten wir noch Sachen auf Plopsi. Perfekto. Sehr, 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 sehr gut. Dann haben wir jetzt schon mal eines dieser Schmuckstücke erstellt. Dann würde ich sagen, tun wir das auf jeden Fall in unser Inventar und können es auf Plopsi anbieten. Wie großartig. Ich habe außerdem gesehen, dass wir hier so eine Do-It-Yourself-Truhe im Inventar haben. Ich glaube, die haben wir mal auf einem Flohmarkt gekauft. Die verkaufen wir natürlich, genauso wie das hier. Ich glaube, das meiste, was wir hier im Dings haben, im Inventar haben, brauchen wir gar nicht. Oh mein Gott, was ist das hier? Nein, Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es hat geklappt. Es hat geklappt, Leute. Leute, das Raumschiff ist da. Alter Verwalter, sie wurde entführt, Leute. Ich habe damit jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet, Leute. Ich habe damit überhaupt nicht mehr gerechnet. Was ist hier los? Alter Verwalter. Oh mein Gott. Hier, dieses komische Licht hier ansehen. Nee, das wollen wir nicht. Oh mein Gott. Chikumu, kannst du dann bitte wieder schlafen gehen? Jetzt kratzt doch diese Katze hier. Nein, 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 süße Maus. Wir überkratzen belehren. Das machen wir jetzt noch. Und danach kannst du schlafen gehen. Oh mein Gott, jetzt wurde das Girl wirklich entführt. Ich glaub's nicht. Alter, wie wild kannst du sein? Das Spiel, ja. Das ist doch mal so crazy. Ich habe das so viele Episoden versucht und jetzt wird sie einfach entführt. Ich hoffe, oh mein Gott, Leute, ich habe die Schwangerschaft bei männlichen und weiblichen Sims aktiviert. Was ist, wenn sie schwanger nach Hause kommt? Oh, ich meine, oh Gott, ich kann darüber gar nicht nachdenken. Oh mein Gott, da kommt sie zurück. Alter Verwalter. Oh mein Gott, sie ist wütend entführt. Nichts bringt das Blut so sehr zum Kochen, wie in ein Alien-Raumschiff gezerrt und gestoßen zu werden. Das glaube ich. Das glaube ich. Du musst so dringend schlafen. Kannst du bitte ein Kraftnickerchen machen? Weil ich glaube, das schaffen wir über das Bett gar nicht mehr. Was will sie denn jetzt hier? Sie möchte nach Sixam reisen. Oh, okay, ich pinne das mal an, aber ich bin jetzt nicht so der größte Fan davon. Namiku fürchtet sich vor dem, was in der Dunkelheit lauert. Die Finsternis dient einzig und allein dazu, die gruseligsten und furchterregendsten Kreaturen der Nacht unter ihrem Schleier zu verbergen. Das heißt, sie hat Angst vor Dunkelheit. Sehe ich das richtig? Sie hat Angst im Dunkeln. Jetzt bin ich auch völlig im Eimer. Gut, Rauferei in der Nachbarschaft. Nee, das brechen wir ab. Da habe ich keine Lust drauf. Eigentlich hatte ich was ganz anderes vor, wieder in der heutigen Episode. Aber hey, Leute, ich habe mich schon daran gewöhnt, dass das Spiel sowieso tut, was es will. Wir wurden von Aliens entführt. Oh mein Gott, ich muss einen Schwangerschaftstest machen, Leute. Kann ich einen Schwangerschaftstest machen? Ich kann keinen Schwangerschaftstest machen. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, oder? Ist das ein gutes Zeichen? Ich habe keine Ahnung. Wie sieht es mit deiner Energy aus? Die sieht ein bisschen besser aus. Nimm mal bitte nochmal ein Kraftnickerchen. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Chikumu. Genau, nimm erstmal eine erfrischende Dusche. Das ist doch wunderbar. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist jetzt auch super ausgeruht. Das freut mich. Dann kannst du dir auf jeden Fall nochmal was zum Frühstück holen. Und zwar Eier und Toast. Das kann sich der liebe Chikumu auch gleich mal. Ich bin entrüstet, Leute. Ich bin entrüstet. Haben wir noch irgendwas in den Inventaren, was wir verkaufen können? Dann frage ich tatsächlich, haben wir noch irgendwas im Inventar, was wir verkaufen können? Und wir haben einfach 50 Millionen Dinge. Wir haben einmal das Kinderfahrrad, das kann ich verkaufen. Diese ganzen, ist denn das Speisereste? Seid ihr eklig oder so? Das ist ja mal widerlich. Okay, das tue ich ja auch auf jeden Fall hier in die Tonne. Dann haben wir super viel Obst und Gemüse noch hier drin und auch Fische und so. Ich glaube, die Fische kann ich auch wegtun, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die noch irgendwie brauchen. Also zumindest glaube ich das nicht. Die Murmel, die wir gefunden haben, die können wir auch verkaufen. Perfekto. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen Budget für, ja, das Shopping heute. Denn wir wollen ja tatsächlich neue Klamotten shoppen. Und da stelle ich euch tatsächlich auch eine Mod vor, die ich für das Klamotten-Shoppen nutze. Weil ihr habt euch bestimmt schon gefragt, hä, wie will er das machen? Ich habe selbstverständlich eine Mod dafür von Little Miss Sam. Die ist auch auf meiner Modliste verlinkt und auch in meinen Spielregeln auf meiner Website findet ihr diese Mod verlinkt. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt weiter rumlabere, reisen wir zum Grundstück und reisen vor allen Dingen zum Shop. Oh mein Gott, Leute, Newcrest wird immer voller. Mit meinen Bauvideos, die ich euch ja regelmäßig hochlade, haben wir die komplette Nachbarschaft fast schon umgebaut. Es fehlen nur noch 2 bzw. 3 Grundstücke. Wir lassen die süße kleine Katze zu Hause und wir reisen los und wir sehen uns gleich wieder auf dem Grundstück und im Fashion Store.
Welcome to the Fashion Store. Yo, yo, yo. Wir sind hier auf der Einkaufsstraße und in der Boutique vom Newcrest. Und ihr seht, ich habe hier auch ein Grundstück gebaut. Wir haben hier auf der linken Seite den Fashion Store. Ja, so sieht er von innen aus. Das ist die obere Etage, das ist die untere Etage. Und auf der anderen Seite gibt es einen Bubble Tea Laden. Und ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal schauen, wo ist denn eigentlich der Händler? Hier müsste doch eigentlich ein Händler sein, der hier Sachen verkauft. Wir haben hier eine Verkäuferin. Ich glaube, das ist unsere Verkäuferin. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Wir sprechen da mit irgendwelchen Kindern, mit Lily Harris. Lily Harris, ist das nicht die Tochter von Tom, von unserem Nachbarn? Oh mein Gott, das ist bestimmt die Tochter. Und wir reden mit der Tochter auch noch. By the way, ich liebe deinen Daddy. Nee, das machen wir nicht. Und ich würde sagen, wir starten vielleicht mit unserer lieben Namiko. Und zwar könnt ihr mit der Mod von Little Miss Sam auf so eine Schaufensterpuppe klicken, auf Outfit erstellen und dann auf Outfit in Erstelle einen Sim erstellen klicken. Und dann kommen wir in den Creator Sim und können das Outfit für die liebe süße Namiko zusammenstellen. Und schwuppsdiwupps sind wir auch schon im Creator Sim. Und hier könnt ihr aus einer Fülle von Klamotten vom Spiel und auch natürlich euren Custom Content auswählen, wie die süße Maus jetzt aussehen soll. Ihr habt mir gesagt, wir sollen ihr auf jeden Fall einen Umstyling geben für die neue Wohnung oder das neue Let's Play. Ich würde sagen, dass wir vielleicht nach dem neuen Set urbane Mode filtern. Ich würde sagen, ich stelle jetzt mein Outfit zusammen und ich zeige euch das Outfit dann, sobald ich ready bin. So, ich habe das Outfit zusammengestellt. Ich habe dunkelblaue Plateau-Pumps und eine etwas weitere Jeans bzw. eine Jeans mit einem Schlag ausgewählt und ein neues Oberteil aus dem Urban-Mode-Set ausgewählt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das Outfit zu kaufen. 262 Simoleons kostet das. Alles klaro, aber das gönnen wir uns. Und jetzt kauft sich das Girl das und dieses zusätzliche Outfit wird einfach unter den Standard-Outfits, also für die Alltagskleidung, so habe ich das ja erstellt, automatisch abgespeichert. Perfekto! Jetzt hat sie es gekauft! Und jetzt hat sie das tatsächlich im Creator Sim hinterlegt. Ist das cool oder ist das cool, Leute? Oh, hallo, hier ist Guy. Das ist ja cool, dass du auch hier bist. Und das gleiche machen wir jetzt auch bei Chikumu. Dann gehen wir jetzt hier hin, klicken auf Outfit erstellen und nochmal auf Outfit erstelle einen Sim erstellen. Und jetzt können wir hier ganz normal wieder ein Outfit erstellen, genauso wie wir das bei den Mädels gemacht haben. Und ich würde sagen, dass wir für den lieben süßen Chikumu auf jeden Fall eher was Dunkles auswählen. Ich würde sagen, dass ich da auch mal ein Outfit zusammenstelle und dann zeige ich euch, was ich gemacht habe. So, und auch hier habe ich ein cooles Outfit zusammengestellt. Natürlich all black und auch eine Schlaghose und eine coole Lederjacke. 240 Simoleons, aber auch das coole Outfit kaufen wir dem lieben Boy. Steh auf, süße Maus. Oh, hier ist angestellt, aber. I like that. I like that. Perfekto. Oh mein Gott, die kaufen noch mehr diese Outfits. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Hier kaufen noch mehr diese Outfits. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Sport. Ja, wir waren ein bisschen bummeln und können dann noch ein bisschen uns sportlich verausgaben. Und schwuppsiwupps sind wir hier auch in unserem Fitnessstudio in Newcrest. Ja, auch das habe ich gebaut, Leute. Und auch das befindet sich in der Galerie. Ich würde sagen, dass wir jetzt so ein bisschen Sporty-Sport machen. Kannst du hier vielleicht mal ein Training machen? Das fände ich irgendwie ganz nice. Du wolltest dich schon wieder hinlegen. Ich habe es gerade gesehen. Du wolltest dich hinchillen. Aber das machen wir nicht. Wir gehen hier ins Fitnessstudio, um ein bisschen Sport zu machen. Weil wir ja an deiner Fitnessfähigkeit für deine Berufsschule arbeiten wollen. Holy moly, wie hat das jetzt auch hier... Also, das ist ja ein bisschen beeindruckend, ehrlich gesagt. Dann gucken wir mal, dass wir hier nochmal unsere Muskeln stellen. Wir haben richtig, richtig coole Shopping-Tour gemacht. Ich muss auch wirklich sagen, also das mit der Mod ist auch wirklich eine richtig, richtig coole Sache. Ich kann die euch auf jeden Fall empfehlen. Jetzt habe ich gar nicht weiter über die Mod geredet, ne, auf dem letzten Grundstück. Falls ihr die euch downloaden möchtet, dann verlinke ich die euch selbstverständlich unten in der Infobox. So, wie sieht's bei dir aus, liebe süße Namiko? Du bist ja ein bisschen am Boxen, aber vielleicht solltest du auch nochmal energiegeladen auf die Tretmühle gehen. Dann kannst du da auch nochmal ein bisschen laufen. Oh mein Gott, wie schnell leveln wir bitte das, was wir... Also wie schnell leveln wir bitte die Fitnessfähigkeit? Er ist ja mal einfach die Maschine. Er ist aktiv, deswegen levelt er das so schnell. Das ist ja mal absolut beeindruckend. Ich bin wirklich beeindruckt, Boy. Fitnessfähigkeit Level 3. GG. Perfekto. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Leute, es läuft hier heute richtig wie geschmiert. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, wir düsen vielleicht jetzt nach Hause zu unseren Eltern. Was heißt nach Hause? In unser Elternhaus. Wir sind nämlich hier unten in Tomerang, genau. Da sind wir nämlich aufgewachsen. Und wir besuchen unsere Eltern auch mal wieder. Ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott, schaut mal. Unsere Schwester ist ja zur Teenagerin geworden. Die liebe Naomi, schaut mal, wie cool sie aussieht. Und unsere beiden anderen Geschwister, Mai und Rico, sind noch Säuglinge, aber das ist in Ordnung. Wie cool! Ja, dann würde ich sagen, düsen wir dorthin.
Aloha, hey, wir sind zurück zu Hause. Oh, hier werden Memories wach, ne? Ih, die Toilette ist schmutzig. Okay, hier werden keine Memories wach. Hey, wir gucken, dass wir einen Einbruch starten. Ich glaub's ja nicht. Wir klopfen mal an, Leute. Wir klopfen mal an. Oh, wie sie sich hier auch schon umarmt haben. Ich glaube, dass die liebe Namiko ein Papakind war, ne? Ich glaube, das war ein Papakind. Oh, wir sind da. Oh mein Gott, da werden einfach Memories wach, ne? Guckt euch das an. Hier ist das Zimmer von den Eltern. Da ist das Kinderzimmer oder Jugendzimmer jetzt vielmehr. Das habe ich halt nicht umgestaltet, ne? Hier oben liegen die Säuglinge unten auf dem Boden. Man kennt es ja irgendwie, ne? Und hier oben haben wir die Dachterrasse. Ach, wie schön. Es ist noch alles genauso, wie es war, ne? Ach, wie toll. Ich vermisse es ja auch so ein bisschen, hier zu wohnen, ne? Ich vermisse es einfach. Bevor du hier weiter mit deinem Ton irgendwie rummachst, guck mal bitte, dass du vielleicht mal mit deiner Mutter quatscht. Ihr habt euch so lange nicht gesehen. Es war so wichtig, dass er vorbeikommt. Jetzt guck dir mal. Und die liebe Susan Namiko kann sich noch ein bisschen mit ihrer Schwester unterhalten. Mit der lieben Naomi. Da können wir auch noch ein bisschen Beziehung aufbauen. Oh, wie sie sich einfach vermisst haben, die lieben süßen Menschen, ne? Wir haben dich vermisst. Oh mein Gott, unser... Ist das unser Bruder oder unsere Schwester? Oh, das ist unser Bruder. Der ist so ein bisschen übellaunig, ne? Okay, dann beenden wir das Gespräch und können uns ja so ein bisschen... Wir geben dem kleinen Mann mal einen Gute-Nacht-Kuss. Hier ist doch alles kaputt in diesem Haus, sobald wir ausgezogen sind. Hier ist auch schon wieder die nächste Lage an Wasser. Mom, wir sind so froh, wieder zu Hause zu sein. Vielleicht kann das Girl ja auch was zu essen zubereiten für alle. Und zwar Abendessen servieren. Burmesische Samosa-Suppe. Das kannst du doch mal zubereiten, wenn du zu Hause bist. Und dann könnt ihr nämlich alle zusammen... zusammen Abendessen. Wir haben Level 2 der Kochfähigkeit gelevelt. Perfekto. Dann müsste das Essen bald auch fertig sein. Dann können wir zum Essen rufen. Ich glaube, das Essen ist fertig, Leute. Ja! Das wird bestimmt so lecker. Das sieht bestimmt auch mega lecker aus. Kann das sein? Oh, wow. Ja, sehr lecker. Okay, Chikobu, dann bitte mal zum Essen rufen alle. Und gemeinsam am Esstisch hoffentlich sitzen und was essen. Oh, das scheint sehr scharf zu sein. Setzt euch doch bitte alle hier zusammen hin. Boy, setzt dich doch bitte da hin. Oh, wie schön. Sie setzen sich alle zusammen. Oh, scheint sehr scharf zu sein. Sie setzen sich alle zusammen hin und essen. Okay, ist, finde ich, ein bisschen schade, dass die Mutter jetzt so abseits sitzt. Aber ich finde die Idee so süß, Leute. Ihr lieben süßen Mäuse, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal einen Cut. Ja, an dieser Stelle. Wir werden in der nächsten Folge wieder nach Hause reisen und werden noch ein bisschen an unseren, ja, Fähigkeiten arbeiten, beziehungsweise auch an unserem Bestreben. Wir haben einiges erreicht heute. Wir haben mit dem lieben, süßen Chikumu nämlich weiter an dem Bestreben gearbeitet, sind in Stufe 4, wenn mich alles täuscht, Stufe 3, alles klaro, und konnten für die Berufsschule alle Beförderungsaufgaben auch erfüllen, sodass wir hoffentlich in das zweite Lehrjahr übernommen werden. Wir haben außerdem mit den süßen Zwillingen die erste Shopping-Tour gemacht und ja, die Outfits waren ein bisschen teurer, aber wir haben richtig, richtig schöne Outfits zusammengestellt. Und wir waren im Fitnessstudio. Wir haben einen Schwarm, beziehungsweise, nein, wir haben keinen Schwarm entdeckt. Wir haben Boyfriend Material oder zumindest eine romantische Begegnung gehabt. Und zwar mit dem lieben Tom. Tom, unser Nachbar, der ebenfalls bisexuell ist und der einfach auch eine Frau und ein Kind hat. Da müsst ihr mir unbedingt in die Kommentare schreiben, was wir machen sollen. Ich bin so ein bisschen verwirrt. Schreibt mir das, wie gesagt, in die Kommentare, ob wir es wagen sollen und ob wir mit dem lieben, süßen Tom eine Liaison starten wollen. Und wir haben selbstverständlich unsere Eltern zu Hause besucht und das war richtig, richtig cool. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und Dankeschön, dass ihr euch das Video angesehen habt. Hinterlasst mir gerne ein Like und einen Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Falls noch nicht geschehen, abonniert gerne meinen Kanal, das ist kostenfrei und ihr supportet mich. Klickt die Glocke, dann werdet ihr informiert, sobald ein neues Video live geht. Habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei unserem Rainbow Live. Bis dann. Bye.